Denke ich mir jetzt einfach mal. Öffnen. Alkohol. Natürlich, nehmen wir uns auch mal mit. Alkohol mitgenommen. Lalalala. Ist schon okay. So, mittleres Medikit. Sieht man auch irgendwo. Letzten Kontrollpunkt laden. Haben wir so etwas ähnliches wie ein Menü? Wir haben hier Karte nicht verfügbar. Quests. Inventar. So, ich habe Alkohol. Inventar 2 von 12. Verschiedenes Batterie. Zweimal. Aha. Stufe 1. Cash 51 Dollar. Sachen fallen lassen, Sachen ausrüsten, Fähigkeiten, Erfahrungspunkte sammeln und große Fähigkeiten, Bäume. Aha, interessant, interessant, interessant. Nichtsdestotrotz, ich glaube, na gut, das wird uns ja wohl nach und nach noch erklärt werden. Spieler, ja, gut, okay, da würde man vermutlich also im Online-Modus die anderen Leute noch sehen und deren Latenz und sowas nochmal überprüfen können. Ja, alles gut. Alles klar, alles schön, alles Roger. So, düpp, 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 düpp. Taschenlampe an, aus. Türen an, aus. Ja? Muss ich. Hä? Was muss ich hier genau machen? Moment, ich muss nach oben drücken und dann. Nach oben drücken und dann runter. Und nach oben drücken und runter. Und ich glaube irgendwie. War das jetzt richtig oder war das nicht richtig? Ich weiß nicht genau. Ich glaube, ich hätte mal einen Balken treffen müssen. Ja, na gut. So, was haben wir hier? Ja, noch so ein. Wir machen alle Schränke auf, ist mir egal. So, okay. Ich nehme jetzt alle Gegenstände mit. Klebeband genommen, natürlich. Fackeln für This will 330. come in handy. Fackeln, 330 Dollar. Ach, da wurde mir immer der Wert von den Gegenständen auch sofort direkt angezeigt, kann das sein? So, machen wir diese Tür hier mal auf. Noch ein Badezimmer. Umgucken. Ja. Kann man sich dann auch verstecken regelrecht oder macht das dann gewissermaßen keinen Sinn? Na gut. Für den Moment ist hier jedenfalls relativ wenig los, Gürtel genommen. Aber das wird wohl nicht ewig so bleiben, denke ich da einfach mal. Oder vielleicht sind wir auch eine Stunde jetzt unterwegs und machen absolut gar nichts, keine Ahnung. Der Flur, das erscheint mir irgendwie ein ganz klein bisschen seltsam. So, kann ich irgendwie Dosen? Nö. Also so richtig mit Gegenständen interagieren ist nicht. Ich kann jetzt nichts hochnehmen oder irgendwas. Ich kann aber wie verrückt Koffer öffnen. Das ist klasse. Koffer Let's öffnen, see what Koffer we got here. öffnen. Noch mehr Geld, noch mehr Geld. Ja. Ganz viele Koffer öffnen. Lalalala. Ein Telefon für 42 Dollar. Natürlich. Er sieht das mit seinem Kennerblick sofort, wie viel die einzelnen Sachen wert sind. Ah, ja, natürlich. Es ist so schön. So, alles klar. Weiter öffnen, weiter öffnen. Noch mehr Geld. Was haben wir denn hier noch? Öffnen. Noch mehr Geld. Ein bisschen seltsam ist es ja schon, was ich hier mache, aber ist okay. So, öffnen. Ja, und. Aha, ducken kann ich mich auch. Aber wie gesagt, das scheint tatsächlich ein reines Ego-Shooter-Spiel zu sein. Also so von der Perspektive her. Ein Ego-Spiel, gewissermaßen. Ja, ob Shooter oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber wir wissen ja alle im Endeffekt, worauf das Ganze hier hinauslaufen wird, oder? Ich meine, das Spiel nennt sich Dead Island. Ja. Schöne große Insel. Kann man da jetzt überall hin? Also die wollten wohl schnell zum Pool. Kann ich hier übers Geländer? Dab, dadab? Nee, ich kann nicht übers Geländer. Aber guck mal, die Weitsicht. Kann man da jetzt echt hier überall hin? Ich meine, Dead Island, auch das habe ich gelesen, soll ja ein Open-World-Spiel sein in dem Sinne. Aber kann ich das da jetzt wirklich alles erkunden? Gibt es hier Fahrzeuge in dem Spiel? Oh Gott, ich fühle mich ja. Da. Entdecken, entdecken, entdecken. Überall umgucken und überall. Das war mal ein funktionstüchtiger Fahrstuhl, glaube ich. War mal. Aber gut, okay, man kann halt nicht alles haben. Klebeband. Dop. Ich finde es interessant, dass meine Hauptperson mehr oder weniger gefasst darüber ist, dass jetzt irgendwelche Leute von dort oben halt runtergefallen sind. Aber ist okay, ja. Und mein Gott, aber er macht ja auch jeden einzelnen Koffer auf. Um zu gucken, ob irgendwelche Sachen drin sind. Also von daher ist das, ja. Gut. Ob es so eine Art Gesinnungssystem oder sowas gibt. Ob es verschiedene Enden in dem Spiel gibt. Ob man irgendwie diverse Sachen verhauen kann. Zitronensaft im Koffer, natürlich. Noch mehr They Geld. don't want pass up anything Batterie. useful. So, alles klar. Kann ich auch irgendwie. Ich vermisse irgendwie. Achso, Moment. Ah, das ist. Ich habe jetzt den rechten Button mal gedrückt gehalten. Da hat man nochmal ein zusätzliches Menü. Ich glaube, da kann man prinzipiell dann noch, ja, wenn man andere Waffen hätte oder so, die dann auswählen. Aber habe ich für den Moment nicht. Stattdessen Fäuste. 20, 25. Das ist der Schaden, den ich wohl mache oder irgendwie sowas. Irgendwas in der Art. Keine Ahnung. Ich vermisse aber trotzdem einen Knopf zum Sprinten oder so.
Vielleicht, ich halte X gedrückt, ich halte B gedrückt, ich halte Y gedrückt. Nee, mit A kann ich nur hüpfen. Mit so kann ich nur treten und irgendwie ja nicht. Suche die Fahrstuhllobby. Suche die drücke, um zu rennen. Ach so. Oh Gott, nein. Ah, sowas hasse ich bei Spielen. Wenn man den Control-Stick reindrücken muss, um rennen zu können. Ah, das ist. Naja, gut, okay. Suche die Fahrstuhllobby? Nee, Moment. Ich gehe jetzt. Ach so. Geh zum Fahrstuhlschacht. Ach so, ich hätte jetzt zuerst zur Tür gehen müssen und dann erst auf den Balkon. Aber ist klar, ich habe das jetzt vorher. Geh zum Fahrstuhlschacht. Öffne die Fahrstuhlluke. Ach so. Okay. Gut, wenn er das so will, dann will er das. Moment. Darf ich? Halte X. Dab, 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 dab. Geöffnet. Okay. Wir springen jetzt einfach mal runter. Natürlich. Wollten wir das jetzt wirklich? Okay. Das hätte ich ihm auch vorher sagen können, dass es eine scheiß Idee ist. Ganz ehrlich. Aber ist gut, ja. Wie groß ist dieses Hotel? Man weiß es nicht. Wow. Moment. Okay. Moment. Das war. Feeling all right, mate? No shakes? Fever? Chills? Good. I'll introduce myself later. Right now, we gotta get you the hell out of there. Do exactly as I say, okay? You're gonna have to trust me. Okay, alles klar. First, you need to get hold of a weapon. Search in the maintenance storage room by the end of the corridor. I would move if I were you. Now. Ja. Öffnen, bewegen, drücke, um zu kriechen. Oh. Ich brauche eine Waffe. Ich brauche eine Waffe. Ich brauche eine Waffe. Ich brauche eine Waffe. Ich könnte natürlich weiter Koffer untersuchen, aber irgendwie habe ich auf eine gewisse Art und Weise, obwohl, naja, ja, Koffer öffnen. Let's see what Obwohl, we kommen got. die dann irgendwann hinterher? Die Sache ist doch, ich habe doch. Die Luke von dem Fahrstuhl war doch oben sowieso noch offen. Oder sehe ich das verkehrt? Also prinzipiell hätten die doch dann. Also, diese Leutchen, die dann irgendwie was von mir wollten oder so, die hätten doch dann einfach hinterherkommen können, oder nicht? Also, beziehungsweise wären dann einfach hinterher gesprungen. Bob, bob, bob. Aber gut, vielleicht auch nicht. Vielleicht. Ja, auch wirklich nicht. Okay, wir gehen jetzt erstmal hier so weiter. Dö, 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 dö. Ich will nicht so viel rennen. Ich will mich lieber vorsichtig umgucken. Weil Rennen ist meistens irgendwie der erste Weg ins Verderben. Hi. Wer bist denn du? Oh, du hast 7 Dollar in der Tasche. Mensch, die nehme ich doch einfach mal mit. Oh, du hast 5 Dollar in der Tasche. Die nehme ich doch einfach mal mit. Ja, ist klar. Öffnen. So, 9 Dollar. Wartungsraum. Ich will eine Waffe. Lauf, 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 lauf. Aha, laufen, laufen. Nur noch ein kleines Stückchen. Weiter. Laufen, laufen, laufen. Danke. Okay. Sie können schnell laufen. Das ist schlecht. Wir machen hoffentlich die Tür zu. Danke. Dankeschön. Danke. Wah! Habe da, habe da. Habe da. Habe da? Jetzt sind wir tot. Nein, wir sind nicht tot. Hallo? Oh Gott. Prolog. Raus aus den Federn. Was? Laderesort. Das Waffen einer Waffe, das Werfen einer Waffe kann einfach nur Abstand halten. Vergewissere dich nur, dass du nicht schutzlos dastehst. Oh ja. Moresby war auch schon vor dem Ausbruch eine gefährliche Stadt. Interessant. I'm doing it. No! Didn't I bloody tell you? Now stop! Wait! Hey! Kannst du bitte den Schläger da wegnehmen? Do you understand what I'm saying? Nod your head! Nod your bloody head! I ain't asking you again! Oh, thank God! Okay. I'm a doctor, not a bloody executioner. Hi! Heilige Maria, Mutter Gottes, wie dich wir dran waren, Schädel einzuschlagen. Ist nett, dass ihr es nicht gemacht habt. Irgendwie, Strom und so ist ja nicht so doll, ne? Hallo, wer bist denn du? Ich glaube, hier geht's nicht so gut. Hallo, du heißt Dominik, habe ich gerade gesehen. Kann ich irgendwie mit dir reden oder interagieren? Nein, irgendwie nicht. Oder irgendwie willst du nicht, ich weiß nicht. Was? Das war bestimmt schlau von ihm. So, hier stehen jede Menge Leute rum. Hallo. Wayne, er ist tot. Hallo. Fall, atme. Irgendwie will keiner mit mir reden. Was, wie? Can't just let him die out there. He saved your life. You owe him your life.
Wem denn? Wem schulde ich mein Leben? Neue Quest, Blut im Sand. Was, wie, wo? Ich kenne euch doch gar nicht. Ich bin einfach hier gelandet. Ich meine, es ist nett, dass ihr mich anscheinend gerettet habt oder so, ne? Aber davon abgesehen. Hallo? Hallo? Kann ich eigentlich hier irgendwas nehmen? Wie zum Beispiel das hier? Also das hier sieht doch fast aus wie eine Waffe. Dann halt nicht gut. Nö? Nö, nö. Ja, ja, nö. Fuck, I should have never listened to Cinnamoy. God, man, I should have left with the others. Mit den anderen abhauen. Mein Controller rummelt auch die ganze Zeit, also er vibriert gewissermaßen. Finde ich sehr interessant. Moment, halt. Energy Drink. Da-da-da-da. Yam, 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 yam. So. Finde ich jetzt Fakt. Fakt, was? Sammlerstück gefunden. Banui Herald Ausschnitt 1. Banui Herald, was, wie, wo? Spieler, Karte. Klasse. Quests. Blut im Sand. 2000 Erfahrungspunkte. Hilft dem Rettungsschwimmer, die Zombies loszuwerden. Ja. Kann ich doch glatt mal irgendwann machen. Sammlerstücke. Anzeigen. Ausschnitt 1. Papua-Neuguinea ist eines der am wenigsten erforschten Länder der Welt. Tief im Landesinneren vermutet man viele unentdeckte Spezies an Pflanzen und Tieren. Das soll uns jetzt ein bisschen sensibilisieren, was die Story so für uns bereithält. Sehe ich das richtig, ja? Gut, okay. Es wird ein Virus sein oder so? Keine Ahnung. Ich lasse mich echt mal überraschen, was jetzt diesmal der Grund ist für eine Zombie-Epidemie, aber okay. Ich weiß nicht genau, ist das klug, wenn ich hier einfach aufmache? Nö, hab ich nicht. Ja, suche eine Waffe. Also doch, aha, Paddel. Interessante Statuswerte für $27. Juhu, okay. Das sieht doch einigermaßen so aus. This is fucking crazy. On three. One, two, fucking three. Ich hätte vorher gerne ausprobiert, wie das... Oh, hi. Hallo. Lass den armen Kerl... Nein, nein, nein. Nein, nein. Ich will hier weg. Ich will hauen. Ich will hauen. Ich will sechs Erfahrungspunkte. So, okay. Und hauen. Und hauen. Und... Das sieht bestimmt total toll aus, wie ich das hier mache. So, hauen. Und hauen. Need help. So, dich auch hauen. Und dann, Moment. Oh, ihr wart noch gar nicht tot, oder? Kann das sein? Warum, ihr lebt noch oder nicht oder doch oder... Wann ist hier etwas tot und wann nicht? Ich hau dich und ich hau dich noch weiter. Und hänge ich hier gerade an irgendetwas, was noch lebt? Gea, 25 Erfahrungspunkte. Au. Du hast mich jetzt nicht gehauen, oder? Ich will es doch sehr hoffen. Ja, da drüben. Aha. Okay. Das ging ja noch. Irgendwie. So ein bisschen. Oder auch nicht. That's the last one? Okay, then. Thanks, mates. Jo, kein Problem. Akt 1. Ego-Perspektive ist... na gut, okay. Erstmal gucken. Are you there? Hello? Can you hear me? Shit. Hello? We were just attacked. Listen, your friend from the hotel's awake. You were right about him being immune to this thing. If it wasn't for him, we wouldn't have made it. Maybe now we can hold out until help arrives. There is no help. This thing can't be stopped. I saw how it took my wife. You need to get out of there, and I can help you. I can arrange for transportation. By air, by sea, but first you need to get here. To me. I have many sick and injured here, mate. They're crazy with fear. Tell me where you are. Where are you? You there, mate? Hello? Hello? God damn it. It was touch and go with you for a while. Fähigkeitenpunkte, Aufstieg, neue Upgrades verfügbar, blabliblub. Interessant, dass der Typ einfach nur die Stimme hieß und in irgendeinem seltsamen Kommandoraum oder so saß. Höchst interessant. Kann ich die Waffe eigentlich auch irgendwie wegstecken oder so? Ja. The head lifeguard here. Voice on the radio told me you were in trouble at the hotel. Said you were resistant to whatever this is. Aha. I didn't believe it. But then I found you and I saw the bite marks. You got no symptoms, but those aren't love bites, are they? I don't know who you are or how you know that guy on the radio.
But he's our only connection with the outside world. We keep losing the bloody signal. We have a monsoon coming. So here's the thing. We need to move everybody to the main lifeguard station. There's an ambulance there and more equipment and a stronger radio with an antenna. I hate to ask, but we can't do this without you. Will you help me? Na klar doch, glaube ich, oder? Schlüssel zum Leben. Hole die Rettungsschwimmerturm-Schlüsselkarte von Bungalow 2. Schwierigkeitsgrad einfach. Belohnung 400 Erfahrungspunkte. Ist schön, dass sie das nochmal auf den Zettel geschrieben haben. Bauplan, genagelt, was, wie, wo? Ja, machen wir doch, bestimmt. First off, we need an access card to get past the security gate. Mine's in my room. With all the commotion, I forgot to take it with. It's in Bungalow 11, by the pools. Take a weapon and watch yourself. You may be immune, but that don't mean you can't die. Macht Sinn. Okay. Ah, interessant. Wir sind also immun.